Adobe hat heute die neue Version von Lightroom CC veröffentlicht, und zwar die Version 2015.6. Und damit einhergegangen sind ein paar Updates, vor allem Bugfixes, neue Objektivprofile für die Autokorrektur und so weiter. Aber ganz besonders neu ist ein Feature zum Ausrichten von Bildern, so wie es in Architekturaufnahmen manchmal passiert. Und das möchte ich euch gerne schnell jetzt hier vorführen, einmal kurz. Dazu habe ich ein altes Foto rausgekramt, das ist sogar ein iPhone-Foto, also achtet man nicht auf die Bildqualität. Es musste jetzt zügig ein Foto gefunden werden, um den neuen Prozess hier zu demonstrieren. Und zwar geht es darum, diese stürzenden Linien, die ihr hier an der Seite des Gebäudes gut seht und auch in den Wellblechstrukturen und die Schrägstellung des Gebäudes im Bild auszukorrigieren. Dazu hat man bisher in Lightroom die Objektivkorrekturen bemüht, und darunter war das automatische Ausrichten versteckt. Das ist jetzt heute neu in einem neuen Feld namens Transformieren untergebracht worden. Heißt auf Englisch Upright, das ist scheinbar nicht eingedeutscht worden. Und dort neu ist die Funktion mit Hilfslinien. Ich aktiviere die Funktion jetzt mal und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Und zwar zieht ihr dann einfach also bis zu 4 Hilfslinien kann man ziehen. Die erste Hilfslinie zieht man zum Beispiel hier an so einer eindeutigen Gebäudekante entlang. Dann überlege ich mir vielleicht, das andere Ende des Fotos zu nehmen und fange hier einfach mal am Fuß an. Also die Richtung, ob ihr von oben nach unten eine Hilfslinie aufzieht oder von oben nach unten, das ist völlig egal. Und jetzt Achtung, ich lasse jetzt die Maus los und sofort, nachdem diese zweite Hilfslinie jetzt ins Bild gezogen ist, erkennt Lightroom also, was im Bild gerade sein soll und was nicht. Ihr habt gesehen, zack, die perspektivische Korrektur hat eingesetzt. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich jetzt die dritte und die vierte Hilfslinie ziehen. Ich fange wieder hier an der Gebäudekante an und ziehe die Hilfslinie entlang hier oben der Dachkante. Die ist ja sehr schön prominent. Je präziser man die Hilfslinie setzt, umso präziser wird die Korrektur. Das sieht jetzt noch ein bisschen verzerrt aus, was daran liegt, dass die vierte Hilfslinie fehlt, die ich jetzt hier am Boden des Gebäudes, also da, wo es die Wand in den Parkplatz übergeht, die ziehe ich jetzt hier entlang, mache das auch möglichst präzise und lasse los. Und ab jetzt habe ich also ein perfekt ausgerichtetes Gebäude, als wenn ich genau gerade davor gestanden hätte. Und ich kann jetzt hier über Zuschnitt beschränken, kann ich jetzt auch noch sagen, dass das außenrum, was jetzt weiß geworden ist, durch die ganze Aktion weggeschnitten werden soll automatisch. Und das war's. So. Diese Funktion mit den Hilfslinien ist neu und die funktioniert sehr präzise, weil ihr als Menschen eben angebt, wo was genau gerade sein soll und wo nicht. Früher konnte man das über Auto oder über Voll machen. Ich schalte es jetzt hier mal aus und wir machen das einfach mal über die Funktion Auto, wie automatisch. So. Jetzt seht ihr, es ist schon ein Teil des Gebäudes, ist also jetzt gerade gezogen, also die stürzenden Linien sind weg. Und wenn ich jetzt noch auf Voll klicke, das ist hier, dann wird auch das Gebäude auch horizontal gerade gestellt. So, das funktioniert bei diesem Musterfoto erstaunlich gut, weil ganz starke Strukturen hier sowohl senkrecht als auch horizontal zu sehen sind. Dann kommen die beiden Automatiken gut klar. Das neue Feature mit den Hilfslinien braucht ihr genau dann, wenn es nicht ganz so offensichtlich im Motiv ist, wo etwas gerade zu rücken ist und wo nicht. Dann müsst ihr die Hilfslinien angeben und dann macht Lightroom sozusagen den schwierigen Teil selber anhand der Hilfslinien, die ihr vorgegeben habt. Ich hoffe, das hat euch geholfen als kurze Einführung in das neue Feature. Bleibt uns gewogen, lest unseren Blog Fotophonie, hört unseren Podcast und dann hört ihr bald wieder was von mir. Mein Name ist Dieter Bethke und bis bald. Tschüss, tschüss.